Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Hier möchte ich euch mal zwei Action-Cams miteinander vergleichen. Einmal die Sportscam für um die 80 Euro gegen die GoPro Hero White Edition für um die 250 bis 300 Euro. Hier gerade sehr interessant, ist eine so günstige Action-Cam überhaupt vergleichbar mit einer so hochwertigen und teuren Action-Cam wie der GoPro Hero? Gibt es hier große Unterschiede im Videobild oder im Ton? Und inwieweit ist überhaupt der hohe Preis der GoPro Hero gerechtfertigt? Diese Fragen kommen sowieso ständig. Deshalb hier mal eine günstigere Action-Cam im Vergleich mit einer sehr teuren Action-Cam. Beide Action-Cams sind vergleichbar ausgestattet, haben ein wasserdichtes Gehäuse, ein bisschen Zubehör dabei. Einen Zusatzpunkt möchte ich hier noch bei der Sportscam anbringen. Sie hat im Lieferumfang gleich eine Fernbedienung dabei. Man kann sie auch gleich als Webcam verwenden und hat in einer niedrigeren Auflösung sogar einen Fokus mit an Bord. Das alles kann die GoPro Hero White Edition nämlich nicht. So, wir hatten in dem letzten Video, was ich schon mal zu dieser Sportscam gemacht habe, festgestellt, dass der Ton der Sportscam nicht der beste ist. Da hatte ich erwähnt, man kann ein Mikrofon an die Sportscam anschließen, das stimmt. Allerdings bringt euch das tontechnisch keinen großen Vorteil, denn aus irgendeinem Grund wird der Ton nicht durch das Mikro so schlecht gemacht, sondern durch die Komprimierung im Video. Der Videoton wird wahrscheinlich so stark komprimiert, dass er sehr blöde rüberkommt. Allerdings stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt großartig Ton bei einer Actioncam? Packe ich nämlich diese beiden Geräte in ein wasserdichtes Gehäuse, haben wir keinen Ton mehr. Egal, ob die teure Kamera oder die billige Kamera am Zug sind, da ist nicht mehr viel mit Ton. In der Regel klebt die Kamera auf irgendeinem Helm, auf irgendeinem Motorrad und da ist das Thema Ton sowieso gegessen. Also konzentrieren wir uns überwiegend aufs Bild. Und bevor ich jetzt hier zum Indoor-Test komme, machen wir Folgendes. Ich habe mit beiden Kameras mal in meinem Auto gefilmt, habe ein paar Strecken abgefahren. Wir können jetzt mal beide Kamerabilder nebeneinander stellen. Gleicher Streckenabschnitt, beide Kameras haben nebeneinander gelaufen und hier mal die Bilder der beiden Kameras im Schnitt zueinander gezeigt. Und da könnt ihr euch mal einen kleinen Vorgeschmack darauf machen, welche Actioncam wie gut ist und inwieweit welcher Preis gerechtfertigt ist. Ihr seht hier die Sportscam im Vergleich mit der GoPro Hero White und dann könnt ihr euch mal bei dem Bild ein bisschen, eure eigene Meinung bilden. Dasselbe machen wir jetzt nochmal bei wenig Licht oder wenn es dann eigentlich bei gar keinem Licht, nur ein einfaches Scheinwerferlicht. Auch wieder eine abgefahrene Strecke, eine Straße und hier nochmal beide Kameras direkt nebeneinander gestellt. So habt ihr das Bild auch da nochmal bei sehr dunklen Verhältnissen im Vergleich. Kommen wir aber zurück hier in diesen Raum. Wir schauen mal, wie die Videobilder hier sind. Den Ton lasse ich mal als Nebensache dastehen. Ich blende euch hin und wieder mal den Ton der Sportscam ein. Wenn der mir aber zu schlecht wird, nehme ich dann nur den Ton der GoPro Hero. Jetzt sind wir hier in einem normalen Raum bei normaler Beleuchtung. Den Aufbau der Kameras blende ich euch mal ein, der sieht so aus. Und ich halte mal einen Luxmeter vor mich und da könnt ihr mal schauen, bei wie viel Licht wir hier filmen. Es ist ziemlich viel Licht hier, wir haben über 300 Lux. Das ist arschhell, also hier müsste eigentlich ein Spitzenbild bei beiden Kameras zustande kommen. Bevor ich jetzt hier das Bild runterziehe, mache ich hier nochmal bei Live-Aufnahmen. So, und hier ein kleiner Live-Bewegungstest, das heißt, ich halte die Kameras in mein Gesicht und laufe hier einfach mal ein Stück durch die Gegend. Es ist schönes Wetter, einiges an Wind ist vorhanden und so verhalten sich die beiden Kameras bei dieser Situation. Zum einen haben wir hier nochmal beide Kameras im einfachen Gehen. Hier seht ihr mal das Bild beider Kameras, wenn ich laufe. Dann blende ich euch nochmal eine kleine Aufnahme von mir selber ein. So, und hier mal direkt sich mit den beiden Kameras selber gefilmt, freihändig. Beide Kameras sind in mein Gesicht gerichtet. Und so ist das Bild mit beiden Kameras zum Vergleich, wenn ich mich bei normalem Tageslicht in einem Fahrzeug filme. Und hier bekommt ihr nochmal ein paar Detailaufnahmen. Das heißt, ich nehme beide Kameras, gehe sehr nah an ein Objekt ran, 10 cm, teilweise 2 cm. Und da könnt ihr auch nochmal beide Kameras miteinander vergleichen. Wie sieht es aus bei relativ gutem Tageslicht, wenn ich mit beiden Kameras Details darstellen will, indem ich sehr nah rangehe? Könnte ja sein, ihr klettert irgendwo
hoch und filmt mit dieser Kamera all die Felswand ab oder ähnliches. Da will man ja auch ein bisschen was noch erkennen. Als nächstes kommen wir hier zum Indoor-Test und ich ziehe jetzt einfach mal die Beleuchtung runter und wir schauen mal, bei welchem Licht welche Kamera noch wie brauchbar ist. Ich habe jetzt mal das Licht stark reduziert. Wir sind jetzt hier um die 150 Lux. Das ist die Hälfte von dem, was wir vorhin an Licht hatten. Und hier schauen wir uns die beiden Kameras nochmal an. Zuerst die GoPro Hero White. Und hier gleich nochmal im Vergleich dazu die Sportscam. So könnt ihr euch einen direkten Vergleich machen bei einer 150 Lux Beleuchtung. Das ist Innenraumbeleuchtung mit einem etwas dunkleren Licht. So, nächster Punkt. Jetzt sind wir so bei 40 Lux, 39 Lux. Das ist eine Grenze, da erwarte ich nicht mehr von einer Actioncam, dass hier noch was Brauchbares rüberkommt. Denn bei den Lichtverhältnissen findet man eigentlich mit einer Actioncam nicht mehr. Aber wir können ja mal schauen, wie weit hier noch was bei Brauchbares rüberkommt. So, und wieder ein Punkt nach unten. Jetzt sind wir noch so um die 10 Lux, 9 bis 10 Lux. Ich blende mal hier ein bisschen auf mit meinem Luxmeter, damit ihr seht, wo es ist, falls man noch was erkennt. Und hier ist jetzt die GoPro Hero White bei um die 10 Lux. Und hier gleich nochmal hinterher die Sportscam, auch bei 10 Lux. Ich möchte nochmal wichtig dazu erwähnen, also bei diesen Lichtverhältnissen filmt man definitiv nicht mehr mit Actioncams. Das macht wenig Sinn. So, und um die Sache rund zu machen, jetzt haben wir hier 0 Lux. Ich sehe fast nichts mehr hier in dem Raum. Hinter mir ist noch ein bisschen Lichteinfall, aber auf dem Luxmeter steht 0 Lux und ich sehe noch nicht mal mehr die Kameras hier vor mir. Es ist wirklich stockdunkel. Und hier die GoPro Hero White Edition im Vergleich zur Sportscam. Das waren die Videobilder bei 0 Lux. Um euch ja nochmal ein anderes Bild zu geben, jetzt habe ich mal hier nur warmweißes Licht eingeschaltet. Warmweiß ist eigentlich die Lichtfarbe, die fast jeder in seinem Haus überall vorfindet. Hier ist es auch noch nicht besonders hell. Wir haben jetzt um die 60 Lux. Das wäre nochmal eine interessante Lichtpunktgrenze. Da könnt ihr euch auch nochmal die GoPro Hero White Edition anschauen. Und im Vergleich dazu die Sportscam bei warmweiß, nicht allzu helles Licht, 60 Lux. So, und damit zum Ende zum Test zu kommen, wieder bei voll aufgedrehten Lichtverhältnissen um die 200 bis 230 Lux, sage ich hiermit. Das war es im Großen und Ganzen zu dem Test. Ich blende euch nochmal jede einzelne Kamera ein, damit ihr ein bisschen seht, wie sie wirken. Da ich oftmals die Frage dazu bekomme, wo man die Sportscams überhaupt kaufen kann, habe ich unten einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Für diejenigen, die bis zum 28. Februar Interesse an dieser Kamera haben, ich habe auch noch einen Gutscheincode im Internet gefunden, der hängt auch unten mit dabei. Da bekommt ihr nochmal ein paar Prozent Rabatt auf die Kamera, wer Interesse daran hat. Wichtig, dafür bekomme ich nichts, also wer das nutzt oder nicht, ist eigentlich wurscht für mich. Gut, hiermit sage ich eigentlich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.